gespannt. Eigentlich würde ich es lieber hier und jetzt nehmen. Na, na. Du weißt doch, dass in der Natur psychedelische Drogen viel schöner und intensiver wirken. Ja, schon, aber es ist halt etwas anderes, dieses Cyber-LSD. Magst du mir nochmal beschreiben, wie alles abläuft? Alles wird gut, Aileen. Du hast schon viel härtere Trips hinter dir. Trotzdem, ich muss immer ganz genau wissen, wie alles abläuft. Sonst komme ich nicht drauf klar. Das weißt du doch. Also, da drin ist ein Nanoroboter. So klein, dass wir ihn mit bloßem Auge nicht erkennen würden. Sobald die Pille mit der Magensäure reagiert, wird der Roboter aktiviert und findet seinen Weg durch den Körper bis zur Wirbelsäule, wo er sich dann festsetzt und zusticht, wie eine Möcke. Deshalb auch der Spitzname Möcke. Und die ausgesendeten elektrischen Impulse regen das Gehirn dann so an, dass es sich wie echtes LSD anfühlt. Und wie war das? Nach 12 Stunden fällt das Ding einfach ab und wird vom Körper zersetzt, oder? Exakt. Und das Gute am CLSD soll sein, dass man viel mehr Kontrolle über seinen Trip hat. Aber hast du mir nicht erzählt, dass das für das Militär entwickelt wurde? Ja, stimmt schon. Da wurde es zum Manipulieren oder Töten von Menschen eingesetzt. Man kann sogar über eine App Informationen an die Mücke senden und den Menschen wie ein Puppenspieler kontrollieren. Man hat totalen Zugriff. Das klingt aber sehr gefährlich. Deshalb gehen wir auch morgen in den Wald, damit niemand die Chance hat, sich in uns einzuhacken. Wie ist die Mücke überhaupt auf den Markt gekommen? Man bekommt sie aus China. Über das Darknet. Eigentlich läuft es bei so etwas immer gleich ab. Jemand, der Ahnung davon hat, bekommt das Teil in die Finger und baut es einfach nach. Fertig. Lustigerweise lief es beim CLSD genauso ab wie beim normalen LSD. Eigentlich war es als Medikament gedacht. Gut. Beim CLSD als Geheimdienstwaffe, aber in beiden Fällen wird es nun als psychedelische Droge gebraucht, missbraucht. Kann man sehen, wie man will. Hey David. Wenn wir morgen auf dem Trip sind, möchte ich den besten Sex in meinem Leben haben. Den kannst du auch jetzt haben. Wann schlucken wir endlich die Pillen? Sobald wir eine bequeme Stelle zum Campen gefunden haben. Laut Internet soll die Mücke binnen weniger Minuten zustechen. Verstehe. Keine so spannende Wartezeit wie bei den Kakteen. Hallo, seid ihr auch auf dem Weg zur Goa-Party? Nein, wir wandern hier bloß herum. Ah, okay.
Falls ihr doch noch Lust bekommt, geht einfach da hoch. Da kommen dann irgendwann mal Schilder. Okay, danke. Okay, cool. Dann vielleicht bis später. Ganz allein im Wald, hm? Ja, also so war das jetzt nicht geplant. Und jetzt? In die andere Richtung gehen und auf der Hälfte des Weges an einer guten Stelle campen, trippen, ins Nirvana verschwinden. Wünsche ich eine gute Reise. Mein Timer! Natürlich, wenn alles schlecht läuft, dann starren wir da 12 Stunden drauf. Zufrieden. Ich spüre die Natur. Ich fühle mit ihr. Sie ist ich. War's das schon? Was für ein Scheiß. Die Dinger waren verdammt teuer und dann sowas. Vielleicht waren die Teile defekt oder die Batterie schwach. Es tut mir jetzt echt leid. Ja, ist schon okay. Kannst ja nichts dafür. Thank you.
tu ihm nichts. Ja. Nein. Los ist. Aber das könnte auch nur eine negative Halluzination oder ein defektes CLSD sein. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. Schnell, weg hier! Schon nicht bemerken. Ich kann nicht mehr. Ist okay. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Jedenfalls sehe ich momentan niemanden mehr. Seid ihr auch von der Party? Auf was für ein geilen Zeug seid ihr denn? Du möchtest also wissen, auf was für einem Zeug wir sind. David, nein! Eingefädelt. Du steuerst mich durch das CLSD. Du willst mich fertig machen. David, nein! Ich... Halt die Fresse, du verlogenes Mistwick! David! David, nein! David, nein! Du musst dich nur töten! Nein! Nein. Hat dieser Albtraum ein Ende! David, nein!
David? Du bist wach? Anscheinend hat dein CLSD einen Defekt gehabt. Was ist dir los? Weißt du nichts mehr? Du hast als erste von uns das CLSD genommen. Nein. Ich kann mich an nichts erinnern. Wieso liege ich auf einer Folie? Wieso hast du mir das Messer nicht abgenommen? Du wolltest die Folie für den Fall, dass du dich einnässt. Und du hast mir gesagt, dass ich keinesfalls eingreifen soll. Was habe ich? Ins Krankenhaus. Mir gefällt das alles nicht mehr.